sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things. Guten Mittag, morgen, man muss eigentlich morgen sagen, ist noch vor 10. Und warum so früh? Außerhalb meiner gewohnten Lebenszeiten. Wir gehen heute zur GNBF und zwar zur Internationalen Deutschen Meisterschaft hier in Germersheim. Und ich bin enorm hyped, mal wieder eine Meisterschaft live zu sehen. Ist ja jetzt, wie gesagt, schon ein Jahr her. Und damals habe ich die Meisterschaft ja als Athlet miterlebt. Und als Zuschauer wirklich bewusst eine Meisterschaft zu erleben, ist schon echt lange her. Also da freue ich mich sehr drauf. Es gibt ein paar bekannte Gesichter, die wir definitiv heute treffen werden. Unter anderem auch einen Marvin Haupt. Liebe Grüße. Ich werde dich dezent überraschen. Zumindest werde ich es versuchen. Mein Erzfeind natürlich, wir sind keine Freunde, also bitte euch. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Die Halle müsste hier sein. Und ich werde mal hier versteckte Kamera machen, damit wir hier ihn überraschen können. Hallo. Hier ist Eingang? Ja. Hallo, woher kennt ihr sie? Wettkampfathlet. Boah, das ist so verändert, wenn sie jetzt, sie haben ja ganz, mit den tollen Beinen, ich kann mich erinnern. Thank you, right. Face front, down, top. Ja. Okay, guys. I want to see 64 in the middle. 25. Digga, ich hab dich erst nicht gesehen, weil du seitlich standst. Any other call-outs, judges? I want to see 98. 78. Julia, servus. Guten Tag, mein Freund. Den kennen wir auch noch von irgendwo, würde ich mal sagen, oder Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Kommt die Kamera rein oder was? Ich bin ja völlig überfordert. Den kennen wir auch noch. Nur ein bisschen fetter. Wie geht's dir? Gut. Geil. Super, alles gut. Echt jetzt gewonnen? 46 Points. Ja, die Goes to Sven Engelmann. Ja, okay, aber. Abdominal Centralis, guys. Pass it to the front, Abdominal Centralis. Okay, relax. 67. Switch places with 140. 67. Thank you.
Julian Kerns. Das Paket steht genau in der Mitte. Ich gratuliere. Ja, der Aussetzer war einfach Kreislauf irgendwie. Ich weiß auch nicht, was los war. Aber danke nochmal, dass ich nochmal einen zweiten Versuch haben durfte. Und danke, dass ich diese Chance nochmal nutzen durfte, nochmal meine Kür zu präsentieren. Sehr gerne. Erzähl mal kurz dem Publikum, wie waren die Vorbereitungen? Hast du einen Coach gehabt, dass die Zuschauer ein bisschen kurz einen Hintergrund zu dir haben? Mein Coach, möchtest du kurz sagen, wie war dein Athlet in der Vorbereitung? War er diszipliniert? Er war sehr vorbildlich, also hat eigentlich nie gemeckert. Gute Absprache, gute Kommunikation. So I'm all choked up, but I can't find the words. Das ist stilmäßig schon mal Sachen, oder? Also so vom Kleidungsstil her? Nee, vom Song her, ja. Vom Song? Ja, ja, ist schon gut. Wie fühlst du das? Ja. Ja. Nee, für mich. Für dich? Nee, du kannst auch sowas nicht proben. Auf in den Akkord. Ich habe extra ein paar Bilder gemacht, dass du weißt, auf was du dann nächstes Jahr darauf hinarbeiten kannst. Danke. Wen haben wir denn da? Die Person hier kennen wir doch, oder? Von irgendwo. Mein Nemesis. So würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich habe den schmalen Herr hier getroffen auf der Straße und habe gedacht, der braucht ein bisschen Hilfe. Genau, Unterstützung. Und zwar hierbei. Ja, genau, Hamstring, das ist wichtig. Hamstring, ja. Ich muss wirklich irgendwo kommen. Hallo, grüß dich, gut. Freilich. Alles gut. Bei euch anscheinend auch. Hey. Servus. Fühlt sich gut? Hi. Jo, sehr schön. Muss gleich Kamera ins Gesicht halten, wie war das denn? Geht noch ein bisschen. The One. Gut. So früh habe ich nicht erwartet, dass wir uns wiedersehen. Hey, aber alles gut. Umso schöner. Stell einfach an. Boah, jetzt sehe ich jetzt, wie das glänzt. Super geil. Sieht richtig gut aus. Farbe ist schön. Okay. Hi. Hey. Vielleicht sogar jemand umschütteln. Von oben kommt natürlich. Ne? Ja. Machen wir mal das Maske drauf. Halt echt lustig, ne? Das ist alles so ein krasses Déjà-vu. Einfach ich vor genau einem Jahr fast war in der genau gleichen Situation und ich muss sagen, Aurel hier ist auch nochmal unten verlinkt. Krasser Athlet, richtig krasse Details, richtig ausgeglichen auch. Sowohl Ober- als auch Unterkörper. Richtig hart, muskulös, prall, rund. Das wird eine gute Geschichte und wie gesagt, vor einem Jahr genau gleich. Gleiche Situation. Nur, Salz hätte halt noch stimmen müssen. Ach, da kriegt man gleich wieder Lust. Wir haben einfach wieder einen Top-3-Athleten in seinem Repertoire, würde ich mal sagen, oder? Schauen wir mal. Ist schon eine stabile Geschichte. Absolut stabil, aber ich weiß nicht, wer kommt. Geht so? Ja, dann. Ich hab das noch
AMV World vor dir steht und sagt, hey, was mache ich eigentlich hier noch mit den 8 Gramm Salz, die noch übrig sind? Von 10 Gramm am Tag um 19 Uhr. Ich will den nicht schlafen lassen. Der Tag wird verlängert um 8 Stunden. Nee. So was passiert nicht. Mhm. Mhm. So was passiert nicht, ja. Hast du kein Wasser für dich selbst? Please come on the right side.
Vielen Dank. The fourth place finisher with 76 points, standing number 129, yes, Samuel Marco. Third place with 52 points, starting number 59, Aurel Waldner. Then we have the top three on stage. Fourth place, fifth place, please go backstage. And another pose, whatever. Number 14, Daniel Kubik. Kaum insane, oder? Kaum. Nee. Dritter oder so, ne? Wahrscheinlich. Thank you. Favorite side, Chess. Favorite side, Christ. Thank you, back double bite. Judges 5 and 7, I need the results. And your favorite most muscular? Thank you, gentlemen. Now the music for pose down. And there is only 2 points difference between the second and third place. So the third place goes to Vito Wagner. And the second place with 50 points, which is only 2 points from the third place, so very close to this guy, goes to Philipp Schilling.
20 points goes to Daniel Kubik. Closer to each other, guys. Also ihr habt gesehen, was da abging. Daniel hat alles abgerissen, wie zu erwarten. Und Aurel hat sich echt richtig gut geschlagen. Also ja, Johannes Lukas Monster, ich glaube Benny heißt er. Ja, da ist halt kein Kraut gegen gewachsen. Klar, Conditioning-wise wäre da noch was gegangen bei ihm, aber der bringt einfach Muskelmasse mit. Unglaublich. Und die Sache war ja, bei der Newcomer-Meisterschaft von vor ein paar Wochen, Monaten, ist er ja in der Men's Physik gestartet. Was ja, also, wie sehr willst du eine Klasse verfehlen? Ja. Aber dafür jetzt umso mehr abgeräumt, völlig verdient. Und ja, ich gehe jetzt zum dritten Mal in den Backstage-Bereich und hoffe, Jan lässt mich noch rein. Jan lässt mich rein. Die Leute dort lassen mich rein, weil ich habe eigentlich kein Coaching-Bändchen. Wir schauen mal. Auri, wie geht's, wie steht's? Erstmal Salz. Erstmal Salz. Bist du stolz? Mhm. Ich denke mal, sehr gut abgeliefert. Solide. Männer 3. Männer 3, let's go. Los geht's. Habt ihr es nicht hin? Eine Chance haben wir noch. Ich hab hier nur die ganze Zeit das. Leute. Mein Schlag noch wegstellen. 20 Minuten noch. Irgendwie auf dem Stuhl oder so. Einfach genauso wie gerade, ein Ticken aggressiver performen und dann bist du voll am Start. Was sagst du, Julia? Also Conditioning war on point, klar, der erste, der war einfach viel zu muskulös, da war nichts zu holen. Conditioning warst du besser, meiner Meinung nach. Ohne dass jetzt, dass es eingebildet klingt oder so, aber wir hatten ja, ich habe ja auch die gleiche Farbe wie du gehabt letztes Jahr. Und wenn ich eine Stärke habe, dann sind es die Beine. Und, du hast dich ein bisschen an mich erinnert, nur noch mit einem besseren Oberkörper. Weil die Beine haben ultra rausgeguckt. Also da hat man auf die Bühne geguckt, Augen immer zu dir. Ja, Beine, weil die Beine halt, ist halt immer gut gewesen. Ja. Ja. Die sind richtig, richtig stabil gewesen. Also nochmal Männer 3. Männer 3. Dann gucken, was geht. Ne? Dann noch Männer 3, dann machen wir nochmal 3 Wochen Diät. Nochmal wieder runter und dann sehen wir wieder weiter. Ungarn noch, ne? Ungarn und Weltmeisterschaft. Also, jetzt nehme ich noch alles mit. Wenn schon, denn schon. Ne? Also man bereut es immer am Ende, glaube ich, zu wenig gemacht zu haben. Und dann, ich denke auch, im Nachhinein hätte ich vielleicht auch noch UK mitnehmen sollen letztes Jahr. Ja, letztes Jahr hatte ich auch nur einen Wettkampf, weil halt scheiße ist. Du bist doch letztes Jahr... Ich war letztes Jahr auch noch bei den Füßen. Krass. Warte. In der Frühjahrssaison? Ja. What? Okay, also jetzt wird's peinlich. Ja. Line up, turns to the scene. You should have gone with the blue. Yeah, go ahead. Come on, come on. But it's in a cycle that I can lose. 59. Each page is a single to spin through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time. Just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason. But I'll cherish every day until you come my way this season. Let's go, Aurel! Thank you, the front leg press. Schön groß machen! Yes! Here we go! Thank you, favorite side, chest. Deine Pose! Schön auf die Glutes, Aurel! Schön auf die Glutes, Aurel!
Auf die Glutes! Favorite side, triceps. Glutes auch in. Thanks to the judges and the back double bites. Schön groß werden, Aurel. Halt, Gianni, halt die Beuger. 71. Here we go. Yes. And your favorite most muscular. Schön, die große. Thank you, gentlemen. Relax. And we have music for both down. Nach vorne, Aurel. Result, judges. Two. With 94 points, Lukas Schöck. Goes to Alexander Nerius. Here we go. Yep. Come on. Come on. And the third place with 50 points goes to Ariel Wallner. Thank you. Can we have the top three on the stage, please? Fourth place, fifth place, make. Wer ist überhaupt das hier? Ich habe dich schon ein paar Mal hier rumlaufen sehen, aber ich wusste nie, soll ich mir Security holen? Was habe ich zu erwarten? Wollen Sie vielleicht sich stellen? Ich spreche nicht mit Amateuren, sorry. Bisschen yes. Übers Aroma. Ja, cool. Kokos, Zitrone, Fischer's Zimt, Cappuccino und Cookie. Ich bin jetzt schon am Entwässern, deswegen muss ich erst mal aufwässern. Ne? Genug Salz habe ich auch schon drin und dann. So, ich habe hier den Benny neben mir. Absolute geisteskranke Maschine. Also, du warst ja bei der Newcomer-Meisterschaft. Ja, genau. Und in der Men's Physik. Richtig. Ich glaube, da hast du wahrscheinlich tausende Nachrichten gekriegt. Was hat er sich dabei gedacht, also mit dem Körper in der Men's Physik zu gehen? Und dann wurdest du auch ein bisschen downgegradet, so gejudged, weil die halt was anderes sehen wollen. Aber jetzt klasse gefunden. Dann ist Lukas als Coach und Betreuer. Ja. Sehr, sehr cool. Alles erreicht, was ich erreichen wollte. Oder was möglich war, besser als jeder Sieg beim letzten Wettkampf. Und jetzt sogar zweimal. Ja, das sind die großen Dinger, ne? Das sind die großen, genau. Also es ist der absolute Wahnsinn. Ich dachte, besser könnte es nicht kommen. Nee, aber es kam genauso gut wie beim letzten Mal quasi. Und ich bin immer noch begeistert davon. Und jetzt dann overall nochmal, ne? Oder? Jetzt nochmal overall. Genau. Ich bin gespannt. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich bin mit allem zufrieden. Und vor allem das Essen danach, ey. Das Essen danach. Und danach machst du noch einen Wettkampf oder war es das erste Mal? Das wird dann spannend, weil ich habe mit Johannes gestern Abend nochmal gesprochen. Es könnte vielleicht darauf hinauslaufen, dass es dieses Jahr noch ein paar Mal, jetzt solange ich noch als Junior starten kann mit 22, dass ich das auch ausnutze. Mhm. Würde ich dir empfehlen, nimm das mit, nimm die Erfahrung mit und mach noch was. Auf jeden Fall. Es gibt ja noch einige andere Verbände, wo du starten kannst. Also egal wo, ne? Ich glaube selbst. Ne? Also der Körper ist für alles gemacht. Ich sag's mal so, das wird eine gute Geschichte. Danke dir. Hau rein, viel Erfolg. Ja, Dankeschön, ciao. Schön nochmal ganzes Bump-Up für Fotos. Und Daniel, wie lief's? War stabil, oder? War schon eine gute Geschichte. Ich hab's eben Jan gesagt, so. Also mit dem Ergebnis ja, mit der Leistung nein. Woran lag's? Was war das?
Stress vorher halt. Stress. Ja. Kam nicht runter, so, war nervös. Irgendwie so diese Routine, die ich normal immer hab, ne? Konnte ich nicht so wiedergeben, wie ich es eigentlich halt gewohnt bin, ne, von mir. So. Ich habe übelst viel geübt, übelst viel. Und wenn du halt so Fehler machst, wo du denkst, so, Digga, bitte nicht. Jetzt, ne? So, dann man ist halt Perfektionist, ne? Man ist Perfektionist und wie gesagt, es hört sich mal doof an, du machst den ersten so ein bisschen zufrieden. So, aber es geht ja primär erstmal so, wie zufrieden bist du mit dir selbst halt, ne? So, und da ist noch Ausbau vielleicht, aber ich habe ja jetzt zum Glück die zweite Chance, ne? Also das muss man halt auch sagen. So, jetzt bin ich auch ein bisschen ruhiger, konnte mal eineinhalb Stunden jetzt hier liegen. Farbe sitzt jetzt auch, finde ich, ein bisschen besser. Funk kommt ein bisschen besser. Ja, der ist ziemlich. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Ja, danke dir, Bro. Perfekt. War okay. Wurde härter, aber ich glaube nur, weil ich halt ein bisschen angeschlagen war. Ja. Okay. Also die 8 Wochen gehen noch locker durch. So, wollen wir erstmal mit dir? 8 Wochen. Of particular classes, who qualified for the overall, okay? And in the numbers order, we start with number 39, Jürgen Beck, who is the winner of the Masters 2. Then we have starting number 40, Daniel Kubik. Who is the winner of Open Pass 1, I guess. Then we have starting number 71, Gianluca Amendola. Then we have from the teams, starting number 109, Kilian Froschmeier. But not least, the winner of juniors and the winner of Open Class 2, Benjamin Cuff. Right, so we can say we have like two generations. We have three guys who are 22, 22 and 25. Daniel, I want to let them pose all together, but maybe some switches from yes. You. This I would like to prefer some switches. 71 and 40, please switch places first of all. Switch places. And another switch places, 109 and 119. Switch place to your next. Everyone, come please in the front lineup. So, your 5 guys come in front. We start with your front double bicep. Beine pose, Ben, komm! Beine spannt, Beine bleiben gespannt. Your front lunge, guys, come on! That is the overall. Thank you.
Okay, relax, please, everyone, please go back to your lineup. It comes in the front. 40, 119. Show me your favorite most muscular. Your favorite side chest. Your favorite side chest. Dieser Athlet kann mal ein richtig, richtig guter Athlet werden. Das hat er uns heute gezeigt, oder? So, und Jürgen, deine Form ist einfach outstanding. Ich finde es ganz, ganz, ganz großartig, wie du aussiehst. Die Vaskularität, du bist jetzt 58. Ganz, ganz toll. Großen Applaus. Es fehlt eben noch der Gesamtsieger des heutigen Abends. Wer ist euer Favorit? Du hast gewonnen. Wann hat man schon mal einen Athlet gesehen, der mit 25 über so eine Masse verfügt, bei einer gleichzeitigen solchen Härte und bei einer gleichzeitig solchen Symmetrie? Diese Frage stelle ich mir wirklich. Also du hast großartig, hast ganz klar und überzeugend gewonnen. Ich gebe dir mal das Mikro, vielleicht magst du einige Worte sagen. Also freut mich erstmal mega, dass ich überhaupt hier nochmal bei der GBF starten konnte, nach 2016, 2017 dann ganz knapp an dem Overall vorbei. Und es war seit 4,5 Jahren mein Ziel. Ich wusste, woran ich arbeiten musste in der Zeit. Ich habe die Beine stark verbessert, die waren damals wirklich noch eine Schwäche. Und jetzt habe ich mir demnach auch wieder die Möglichkeit geschaffen, auch international zu starten. Und zwar war mein Vorhaben, bei der Weltmeisterschaft zu starten. Und dafür habe ich die Brocard gebraucht. Und das Ziel habe ich heute erreicht. Begleiter danken für die tolle Unterstützung, egal ob in England, ob in Niederlanden, immer ist jemand dabei gewesen. Und ohne Familie, Freunde wäre das Ganze einfach allzu wertvoll, wie es jetzt wirklich für mich ist. Und ich genieße das jetzt wirklich hier mit allen Leuten so vertreten zu sein. Also vielen, vielen Dank an euch alle. So, und hier auch nochmal zum Abschluss ein kleines Wort von mir. Es war ein unglaublich nicer Tag. Es war wirklich eine Erfahrung, wie man sie ja nicht so oft macht, weil Wettkämpfe gibt es nur zweimal im Jahr und man schafft es auch nicht immer, zu jedem Wettkampf zu gehen und allein die ganzen Leute zu sehen. Den Zusammenhalt dort in der Community, das ist einfach der Wahnsinn. Das ist
ja, das war schon in das Gym cool, weil dort natürlich auch super viele bekannte Gesichter sind, aber dann, wenn Athleten, Coaches, Verfechter und Fans vom Natural Bodybuilding an einem Ort wie jetzt hier in Germersheim zusammenkommen, das ist was Besonderes und das hat super viel Spaß gemacht, auch jetzt mal als Zuschauer. Dementsprechend, ich kann es kaum erwarten, wieder selbst auf die Bühne zu gehen und das ja, macht einen heiß und motiviert. Und ja, Daniel absolut verdient gewonnen, Aurel super krass abgeliefert, er wird noch einiges reißen, jetzt auch in den zukünftigen Wettkämpfen, in ich weiß nicht genau wie viele Wochen, aber in Ungarn zum Beispiel. Mit Jan kann das nur eine gute Sache werden, Grüße gehen raus an alle, die sich hier auch von mir haben nerven lassen, vor die Kamera stellen lassen und in diesem Sinne. Ja, wer ist das von mir? Bleibt dran, jetzt beginnt der Pre-Prep-Cut in 7 Tagen, eigentlich schon in 5. Je nachdem, wann wir genau, an welchem Tag wir genau anfangen. Aber jetzt wird es endlich mal wieder ein bisschen interessant, weil sich die Form auch wieder verändert. Ich nicht rumlaufe wie so ein Wal, sondern man wieder Konturen sieht, wieder die Zahlen akribischer voneinander, akribischer betrachtet und sich regelmäßig wie Check-ins macht, Veränderungen sieht. Ihr kennt den Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, weiterhin dran bleibt und dann sehen wir uns definitiv im nächsten Video. Euer Julian. Ciao, ciao. No matter how much that I scream, nobody hears, but I see the light.